If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say. Hallo und herzlich willkommen aus Bremerhaven. Hier ist Heike von Stamping & More und heute habe ich eine Karte für euch. Und zwar habe ich gearbeitet mit dem Produktpaket für alle Zeiten. Den Hintergrund habe ich selber gestempelt und ein paar Akzente dazu gesetzt und schon ist eine schnelle Karte fertig. Gearbeitet habe ich mit Faun Grün. Das finde ich super, perfekt dazu, zu diesem Set. Und ja, wie ich die Karte gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Und zwar arbeiten wir so. Farbkarton Faun Grün. Das ist einmal die ganz normale A4 Länge, 29,7. Dann halbe ich 10,5, gefalzt bei 14,85. Das ist der Einleger für innen, um den Spruch innen drauf zu machen. Der ist einen halben Zentimeter kleiner, das heißt, der ist 14,35 mal 10. So, und jetzt kommt oben die Aufleger. Der hier ist, das ist die Mattung, der ist ein Zentimeter kleiner, das heißt 9,5 mal 13,85. Und der ist nochmal wieder einen halben Zentimeter kleiner, das heißt 9 mal 13,35. Ja. So, dann brauchen wir ein Reststück und auch noch ein Reststück in Schwarz. Warum, zeige ich euch gleich. So, jetzt nehmen wir mal eben unser Aufleger und zwar die Karte zeige ich mal eben oben drauf. Ich hole mir mal eben ein Stück Papier, weil ich muss mal eben stempeln, den Hintergrund. So. So sieht das. Und zwar, hier ist das Stempelset. Das ist das Produktpaket für alle Zeit. Da sind die Stanzformen für. Und das sind die Stempel. Ich habe gearbeitet mit den beiden Stempeln. Dann habe ich die Punkte genommen und auch den Spruch, den ich embossed habe, Glück und Zufriedenheit. Das ist auch einer, den kann man auch zum Geburtstag nehmen. Für alle Zeit und drin schreibt man eben herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. So, das sind die beiden Stempel. Die habe ich schon aufgezogen. Dann brauchen wir unser Stempelkissen in Faun Grün. So, dann zeige ich euch mal eben. Das ist eigentlich ganz einfach, den Hintergrund zu stempeln. Jetzt nehme ich den anderen. Das ist wirklich so ein Augenmaß. Ja, den habe ich jetzt nicht sehen, so schön. Der ist jetzt wirklich ein bisschen, aber okay. Ich denke mal, das fällt nachher gar nicht auf. Das ist dann so ein bisschen ärgerlich. Wobei, wir können auch die andere Seite nehmen. Machen wir es nochmal. Ihr seht, auch mir passiert das, wenn man den Stempel nicht richtig raufsetzt. So, da hat man jetzt zu viel. Huch, das geht nachher, weil ihr seht, da kommt nachher was rüber, dann fällt das nicht auf. So, dann machen wir jetzt hier weiter. Meinen Finger da reingemacht. Das sollte man nicht machen. Jetzt wisst ihr, wofür ich das Tuch haben wollte. So. Das reicht schon. Mal eben sauber machen. Sicher ist sicher. Nicht reingreifen, wenn es geht. So, das war das. Den packen wir jetzt mal eben beiseite. Was wir jetzt brauchen, das brauchen wir nicht mehr. Wir nehmen den kleinen hier und zwar nehmen wir den für dieses Teil. Dann nehmen wir jetzt die Punkte. Da müssen wir gleich stanzen. Irgendwie ist das hier heute ganz unruhig draußen. Keine Ahnung, was da ist. So. Meine Stanzform. Und zwar ist die aus den
bestickte Rechtecke. Da habe ich von den großen die 1, 2, 3, die vierte genommen. So, und guckt da. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen. Ach, lieber noch ein bisschen mehr machen. Besser ist das. So, dann machen wir den zu. Den brauchen wir nämlich nicht mehr. So, den mal eben sauber machen. Jetzt habe ich natürlich auch die Farbe auf dem Daumen. So Reinigungstücher, dass ich es da mal eben mit sauber mache. Nochmal eben die Stempel einmal eben rüber gehen. Besser ist das. Ihr seht gleich mal eben wieder überall Farbe. So kann es passieren. So, dann brauchen wir unsere Big Shot. Ich habe die Magnetplatte drauf. Die rutscht, aber es macht nichts. Die muss eben halt sich wieder hinziehen, hinformen. So, okay, mal einmal vor und zurück. Ja. Das haben wir auch. Ihr seht, dies ist ein schönes Teil, sieht gut aus. So, das heißt, wir brauchen, also ich will mal eben hier mit meinem Falzbein rüber gehen, weil wir haben das ja umgedreht. Da sieht man ja immer die Schneidkanten, das ist nicht so schön. So, das heißt, wir können das hier aufkleben. Hier. Genau. Das ist okay. Wie schon gesagt, das ist hier heute irgendwie ganz unruhig. Auch mein Hund rennt ständig hin und her. Ich weiß nicht, ob die Nachbarn Besuch kriegen oder ob das der Wind ist. Die sollen ja noch ein bisschen Gewitter kriegen heute. Schauen wir mal. So. Na, der will nicht. So. Dann können wir einmal eben die innen reinkleben, dann haben wir die schon mal außer Hände, weil die Karte als solches ist relativ einfach und auch relativ schnell gemacht. So, machen wir mal eben hier. So, jetzt haben wir das aber. Gut, das können wir schon mal aufkleben. Was wir schon weg haben, haben wir weg. Das kann uns nicht mehr abhanden kommen. So. Dann brauchen wir das hier. Das wird mit der Menschen jetzt aufgebracht. Die haben wir hier auch. Ganz einfach. So. Und den müssen wir gleich noch mal eben embossen und ein bisschen deko. Wie gesagt, die geht eigentlich relativ schnell, wenn man die ganzen Sachen hat. Entschuldigt, dass ich immer durch ein Bild greife, aber mein Mülleimer steht da. Und ich schmeiße die lieber gleich im Mülleimer, dann habe ich die wieder irgendwo zwischen den Finger. So, das war das jetzt. Das ist jetzt die Grundkarte. Die wir jetzt noch brauchen, weil das ist der schwarze, das embossen wir. Und zwar brauchen wir da ein Stück 2,5 mal 9 cm. Das muss ich mal eben zuschneiden. Mal eben das beiseite legen. So, erstmal 9 cm, sonst haben wir nachher wieder so ein kleines Stück. Mal 2,5. Das kann wieder weg. Das auch. So, jetzt brauchen wir unser Embossing-Zubehör. Das packe ich lieber mal eben beiseite. Besser ist das.
So, den Spruch brauchen wir, den habe ich auch schon aufgezogen. Das ist unser Versamark-Stempelkissen. Dann mal eben einmal den Embossing Buddy. Statik rausnehmen. Ja, und dann haben wir. Muss ich wieder erstmal gucken. Der Stempel ist einen ganz kleinen Ticken schief. Jetzt muss ich mal eben gucken, in welcher Richtung. Ich muss mal eben gucken. Ja. Weil das ist dann ärgerlich. Ja, das ist gut. Sehr schön. Das seht ihr gleich. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon sieht. So, Prägepulver brauchen wir. Na, eben hier aus dem Deckel das da raus machen. Das ist das, was mir hier immer dann auf dem Tisch ist. Und das braucht kein Mensch. Nochmal eben. Ja, das sieht gut aus. Das machen wir zu. Wegpacken. Und dann brauchen wir den Embossing-Föhn. Jetzt wieder laut. Und wenn es geht, bräuchte ich nochmal eben meine Pinzette, wenn ich die jetzt finde, da ist er. Weil sonst wird es heiß. Ihr seht, der Stempel schon an. Das heißt, es verflüssigt sich. Gut. Von unten noch ein bisschen machen, dass sich das wieder hinbiegt. So. Ja, das ist okay. Das sieht gut aus. So, wo haben wir unsere Karte? Da ist die Karte. So, was jetzt ist, und zwar. Hier habe ich ja schon die Dimensionals untergepackt. Hier packe ich auch Dimensionals unter, weil wir schieben die Deko da rein. Das heißt, ich mache hier jetzt mal ein. Und auf der anderen Seite würde der mit 1, das würde ein bisschen doof aussehen, weil dann hängt der runter. Also mache ich da 2 drauf. Das heißt, ich nehme die Folie runter und klebe da die identischen 2 drauf. Dann habt ihr den Abstand richtig, so wie es sein muss. Das ist zwar keine Karte, die man so verschickt, weil die kostet ein bisschen mehr an Porto, aber ich denke mal, das ist auch okay. So. So. Dann brauchen wir, und zwar habe ich ausgestanzt mit Pergament. Oh, beziehungsweise aus Pergament mit unseren Stanzformen. Und zwar habe ich diese Stanzform genommen. Die ist das hier und mit dem Pergament geht das richtig super und die ist aber sehr groß und somit habe ich die hier in der Mitte geteilt. So. Die ist hier so ein bisschen mit Rand befestigt, aber das kann man alles schön kaschieren. Na. So, und seht ihr, jetzt haben wir 2 solche Zweige. Da nochmal eben so ein bisschen den Abschluss richtig drehen. So, und zwar schiebe ich den einen hier unter. Und den, machen wir eben den Nibbel da ab, den brauchen wir nicht. Den schieben wir hier unter. So, und was jetzt noch kommt, und zwar ist das unsere Goldfolie. Die nennt sich Besonderes Designerpapier Ewiges Gold, kostet 18 Euro. Das sind, wie viele Bögen sind das insgesamt? 6 Bögen. Das heißt, das sind 3 Bögen, 3 mal 2 Bögen. Das sind die ersten. Da habe ich schon den raus und den raus. Und hier sind die anderen Bögen. Immer 3, 3 mal. Mal gucken. Ja, das sieht so aus. Das ist 3 mal. 1, 2 und 3. So, jetzt habe ich aber die hier schon raus. Das heißt, ich nehme hier jetzt mal einen anderen. Das heißt, ich nehme mal den hier raus.
Die sind ja vorgestanzt. Ich muss sie nur mal eben vernünftig da rauskriegen. Nummer 1. Und welchen nehme ich denn noch? Nehme ich den hier noch. Den aus der Mitte. Das reicht dann auch schon. Denn mehr braucht da schon gar nicht rein. So, Moment. Der will nicht rein. So, das packen wir mal eben wieder weg. Das heißt, ich mache jetzt erstmal mit Flüssigkleber. Und zwar klebe ich immer hier so an der breitesten Stelle am Stiel und schiebe es dann vorsichtig unter. Wo habe ich meine Pinzette? Da ist sie, die schiebe ich dann unter und damit halte ich das dann fest, dass sich das jetzt nicht verzieht. So, dann machen wir dasselbe mit oben mit dem. Jetzt seht ihr, weshalb die Dimensionals. Somit habt ihr Luft und könnt es zwar unterschieben. Und das hält. Meine Finger kleben. Das ist natürlich auch wieder was. So. Das hier. Hier bleiben. So. Es braucht nicht viel an Flüssigkleber. Das ist wirklich nur, dass ihr das fixiert und gut ist. Mal eben ganz kurz andrücken, dass sich das verbindet und das war es dann schon. So, und dasselbe machen wir dann mit diesem Blatt auch. Mal zumachen. Eben kurz anheben. So. Und das war's schon. Das war die Karte. Das war meine Idee für heute. Ihr seht, das ist schnell gemacht. Relativ schnell. Das Vorsortieren und Raussuchen dauert länger. Und ihr habt auch die Möglichkeit, in einen Spruch reinzumachen. Ja, ich hoffe, euch gefällt meine Idee für heute. Ihr arbeitet die nach. Viele haben ja dieses Set schon. Wenn nicht, könnt ihr es gerne bei mir bestellen. Ist aus dem aktuellen Jahreskatalog. Und ja, ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Seid kreativ, vor allen Dingen bleibt gesund und tschüss!